Ich weiß schon, wie ich die Folge jetzt gleich nennen werde. Mega Fail mit dem Schwert. Und hässlich wie ein Seeteufel. Beschreibst du dich gerade selbst oder wie oder was jetzt hier? So, ihr Luschen, jetzt schnappt sich der Hyuga erstmal so ein Boot. Mal gucken, ob ich jetzt hier endlich mal in die Fahrt kommen kann. Na super, das geht doch jetzt hier wesentlich besser. So. Ach ja, so eine schöne Segelei. Und ich kann die Zeit mal nutzen, die wir jetzt hier mit Segeln verbringen, um mit euch über ein paar Sachen zu reden. Und zwar, ja, über Yennefer. Ihr habt euch ja schon gewundert. Boah, Hyuga, du bleibst ja jetzt der Triss so super treu. Und das muss man ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn ich der Triss nämlich jetzt nicht treu bin und auch mit der Yennefer anfange rumzumachen, dann endet das so, dass mich am Ende beide Mädels nicht mehr mögen, weil ich ja dann beiden den Hof gemacht habe. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man sich für eine entscheidet. In dem Moment ist es... Oh, ein Schmugglerversteck, ganz kurz mal. Hier komme ich nicht so oft wieder hin, deswegen sollte ich das schnell wahrnehmen. Ja, deswegen ist es halt ganz gut, wenn man halt eins nach dem anderen mäßig... das heißt, nee, es ist gut, eins nach dem anderen mäßig jetzt hier sich das Schmugglerversteck zu holen, aber es ist gut, sich halt auch für ein Mädel zu entscheiden. Und bei mir ist das halt ganz, ganz klar die gute Triss. Das habe ich ja nun schon vor einigen Zeiten gemacht und dabei bleibe ich auch. So, die Monster da oben, die gehen mir gerade am Arsch. So, ich sammle jetzt alles ein erstmal hier. Mit cooler Action. Boah! Ich kann unter Wasser eh nicht so gut kämpfen, von daher. Oh, nee. So. Schnell alles einsammeln hier. Nur zwei Truhen? Scheint so, ne? Gut, dann können wir wieder auftauchen. Ja, ihr macht da so einen Stress da. Ihr komischen Wasserfrauen. Oh. Boah. Hier hoch. Oh, ich bin im Boot. Oh, Jungs, ey. Nur wieder in mein Boot zurück. So. Jetzt guck mal ganz kurz, wie unsere Ausbeute war. Wir haben zwei neue Schwerter bekommen. Naja. Ohne neue Hose haben wir bekommen. Auch nicht so gut. Gut, dann war die Ausbeute jetzt mal wieder nicht so gut. Wir sollten das Steuer übernehmen, oder? Und jetzt Vollgas! Ich segel weg, ich segel weg, ich segel weg. Tschüss, ihr Trottel! Oh, wir haben noch nicht alles fertig erkundet, sehe ich gerade. Oha, die zerlegen aber gerade so ein bisschen mein Boot. Ich sollte Gas geben. Ja, also um nochmal auf diese Triss-Jennifer-Sache zurückzukommen. Also es ist so, dass man muss sich entscheiden, will man mit Triss zusammen sein oder mit Yennefer. Mit beiden geht's nicht. Wenn man mit beiden rumliebelt, endet das Ganze eben so, dass man letztendlich beide verliert. Ich habe mich für Triss entschieden. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Spiele schon immer Triss kennengelernt habe. Ich weiß, diejenigen unter euch, die Bücher mögen, die haben ja dadurch eine ganz innige Beziehung zu Yennefer. Bei mir ist es eher Triss. Und da sich nun mal der Hexer entscheiden muss und ich die Geschichte rund um Triss auch ein bisschen romantischer finde, weil Triss ja... Oh, da oben ist eine Sternschnuppe gewesen. Habt ihr gesehen? Da war eine Sternschnuppe. Ja, also ich fand halt die Geschichte mit Triss halt immer auch so ein Ticken, weil sie hat halt immer versucht, so mit Geralt zusammenzukommen, aber ne, sie wurde immer auch so ein bisschen verschmäht und dann doch mit Liebe wieder gebrochenes Herz und so weiter und so fort. Deswegen, ja, soll Triss ihr Glück mit Geralt haben. Und wir sind gespannt, was da noch bei herauskommen. So, jetzt parken wir erstmal hier unser Discount-Ruderboot. Eigentlich ist es ja ein Segelboot, ich weiß.
und gucken, was uns da oben jetzt erwartet. Auf jeden Fall sind da so ein paar Kerle. Oh, sind ein paar... Ich kriege seine Schwerter. Ja, von euch am besten genau. Gerald ist wieder voll dabei hier. So. So, Renegade. Gut, dass ich jetzt nicht noch das alte Hyper-Stahlschwert am Start habe, sonst würde ich jetzt nämlich mega die Fresse dick bekommen hier. Ich habe auch noch Katze als Trank drin, sehe ich gerade. Auge um Auge. Komm, greif an. Halt. Ah, gut. Ich wollte dich schön durchblocken, dafür gibt's Schwert ins Gesicht. Weg geht's, Schwein. So. Oh Mann, jetzt hätte ich bestimmt wieder eine Million Langschwerter bekommen. Meine wählende Axt. Nee, das lassen wir jetzt alles mal hier liegen. Ja, alles nicht so gut. Ist ja nur diese Beute von den Typis, vielleicht von dir noch was. Nee. Oh, da unten ist ein Schiffchen. Ein gekentertes. Sollte mich nicht wundern, wenn es darin noch einen Schatz gibt, aber wir haben ja eine Mission hier zu erfüllen. Ah, hier ist noch eine Truhe. Tagebuch eines Diebes Teil 2, Holger Schwarzhans Horn. Neue Quest, ein wertvolles Horn. Ja, da können wir demnächst mal ins Horn blasen. Das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir in einer anderen Folge. Wir wollen ja unserer Queste nachgehen. Ich bin, glaube ich, auf der falschen Insel gelandet, oder? Ja. Ah, da vorne gibt es ein neues Schiffchen. Hui. Ja, es sind auch einige kaputte Schiffe. Ich glaube, ich gehe wieder zurück zu meinem Schiff. Verdammt, dabei dachte ich, ich wäre jetzt hier schon richtig. Oh, mein Boot ist aber auch nicht mehr so mega seetauglich. Und Geralt ist so tap, der springt direkt mal drüber. Aber egal, es fährt noch. Solange es noch fährt, kann man es ja benutzen. Das hat schon mein Papa immer gesagt. So. Oh ja, einmal die Kurve gezogen. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie wir hier weiter müssen. Und wir müssen immer noch 1400 Meter zurücklegen. Ich hätte auch mal auf die Entfernung mitgucken können. Aber dafür werden wir ja belohnt, immerhin mit diesem wunderbaren Soundtrack, der wirklich super ist. Und es gibt ihn auch mittlerweile bei Spotify zu hören. Also, boah, wer von euch schon immer mal den Witcher-Soundtrack hören wollte, den neuen Witcher-Soundtrack vom Witcher 3, der solle ganz einfach mal auf Spotify gehen und kann dort mal ein bisschen hören. Ich glaube, ich verfranze mich hier gerade komplett einmal mit dem Boot. Gut, ich habe jetzt gerade diesen Wenden-Modus mal drin. Boah, ist das schön azurblau. Das muss man wirklich sagen, das ist ja sehr cool. So! Also ob wir hier heute noch jemals ankommen werden bei unserer lustigen kleinen Seefahrt, na, ich weiß ja nicht. Ich meine, immerhin haben wir schon so ein kleines Diebesabenteuer da angefangen. So, ich schau mal ganz kurz auf die mächtige Karte. Die mächtige Karte soll mir sagen, ob wir hier mächtig weiterkommen, und wir haben uns echt ganz schön mächtig ein bisschen verfahren. Aber nicht so viel. Nicht so, dass es wehtun würde. Oder um wieder diese ganz bösen Greifenviecher. Und sie greifen uns an! Nein! Boah, die See ist hier so klar und so schön. Aber ich kann hier leider gerade nicht so lange verweilen, um mir das hier alles wunderschön anzuschauen. Ich muss gerade lieber ein bisschen mal da gucken, dass wir hier ein bisschen
durch diese enge Bucht dort gelangen. Ah, diesmal reicht der Platz ja aus. Oh, wir werden hier an die Riffe getrieben. Oh, ist aber alles ganz schön zugebaut hier. Ich glaube, ich muss mal. Ich glaube, ich muss hier mal das Boot wechseln. Ja, ich glaube, ich wechsle mal einfach das Boot, ey. Da vorne ist nämlich ein anderes Boot. Oh, ist das schön hier. Ey, ist das schön hier. Ob ich jemals diese Insel Undvik erreiche? Na, ich weiß ja nicht. Ich hoffe es natürlich. Hallo, sollte irgendwo ein Boot sein. Wo ist das Boot hin? Ah, hinter mir ist das Boot. Nein! Ach, und jetzt krack ich jetzt hier auch noch mitten ins Gewässer rein. Geralt muss mich hassen. Geralt denkt sich bestimmt, boah, Hyuga, Mann, bist du eine Flasche. Aber dann bin ich jetzt gleich eine Flasche mit einem neuen Boot. Und da vorne ist ein Fischer. Fisherman's Friend. Meine Fresse. So, aber jetzt hier, weil ich der Hyuga bin. Ja. Ey, wieso geht das jetzt hier nicht? Ey, ey. Ey, ich will jetzt hier das Steuer übernehmen. Und jetzt paddeln wir los hier. Und da geht die Sause los. Oh, da vorne ein riesengroßer Berg. Also ein noch viel größerer Berg daneben. Ob das die Insel Undvik ist, es sieht ja fast so aus. Dass, oder ob unsere Reise hier nochmal erfolgreich zum Ende geführt werden kann. Oh, da wird die. Oh, die See wird rauer. Oha. Jetzt schlagen hier gleich die Wellen los. Hoffentlich wird Geralt nicht seekrank. Ich meine, wir hatten es ja gerade schon mit Fisherman's Friend, ne? Bist du zu schwach, ist er zu stark? Oder so ging ja dieser Werbespot. Ein Schmugglerversteck haben wir hier wieder. Ach Leute, was soll ich sagen? Wenn ich die Dinger halt auf dem Wasser finde, dann sollte man schon mal gucken, was da so am Start ist, weil es könnte ja immerhin mal was richtig Geiles sein. Oh, überlastet. Überlastet. Überlastet unter Wasser ist echt nicht so gut. Wahrscheinlich muss ich mal wieder Felle verkaufen, dass ihr mich mir ein bisschen hassen könnt. So, jetzt habe ich zwar wieder ordentlich Zeug mitgenommen, aber sind wir halt einfach mal überlastet. Das ist halt mal so. Vielleicht finde ich ja demnächst einen Händler, an den ich ein bisschen Zeug verticken kann. Oh Gott, gehen hier Wellen. Hier gehen Wellen. Lieber gleich wieder aufs Boot gerettet. Und klitschnass wie wir sind, geben wir jetzt erstmal ein bisschen Gummi hier. Komm Geralt, und los. Mit dem Wind wird gesegelt. Denn wir alle wissen ja, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Und der Geralt, der sitzt hier mal wieder im Wasser, da vorne ist Schnee, es wird also nicht besser. Ich hoffe, die Insel Undvik ist um diese Jahreszeit sehr schön. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Weil ansonsten heiße ich einfach auch nicht mehr. Ansonsten ist eben nicht so schön. Bei genauerer Betrachtung sieht das Wasser hier ganz schön plastisch aus, als ob wir auf so einer riesengroßen Folie dahin segeln. Aber Wasser ist auch extrem schwer im Videospielen darzustellen, habe ich mir mal erklären lassen. Genau wie runde Körper, also generell alles, was rund ist, also so kugelförmig. Also nicht rund im Sinne von Kreis, sondern halt kugelförmig. 3D-mäßig halt. Und ach du Schreck, ist ja wirklich Eis. Ach du Schreck, jetzt haben sie uns echt in die Kälte geschickt. Dafür lässt hier der Wellengang so ein bisschen nach. Ja, also wie gesagt, so generell Wasser und Kugeln sind halt sehr
sehr schwer darzustellen. So, erkunde mit Hilfe deiner Hexersinne die Ruinen von Urska und suche nach Anzeichen für Hjalmars Anwesenheit. Boah, ich glaube, ich sollte gleich erstmal ein bisschen mich, boah, 100 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich sollte gleich mal parken. Ja, ah, guck mal, da vorne haben wir so eine Art kleinen Hafen. Da gibt es doch bestimmt so einen Kaufmann, der die Taschen voller Gold hat und mir meinen Scheiß hier abkauft, oder? Das wäre jetzt doch mal die super Sache, wäre das mal. Die Sperrfischküste. Guck mal, Sperrfisch klingt schon... Ah, wir können uns auf jeden Fall zurück teleportieren. Da ist es gut. Oh, oh Gott. So, wir sind da. Aber hier scheint niemand zu sein. Ah, hier ist mal ziemlich verlassen. Oh Mann. Ja, bevor ich weitergehe, würde ich mal sagen, teleportieren wir uns mal ganz schnell zurück. Ich meine, jetzt bin ich ja zumindest endlich mal hier in der Situation, in der ich hier mal ein bisschen, ihr wisst schon, was ich meine, mich einfach nur so hin und her teleportieren kann. Also ich muss jetzt nicht mehr diesen super langen Weg auf mich nehmen. Nein, das muss ich nicht mehr. Da habe ich jetzt ja den Shortcut. Endlich, endlich. Fuck yeah.